guten Morgen aus Giseni. Eigentlich wollte ich ja euch auf einem Schulalltag mitnehmen, aber heute ist kein Alltag, sondern etwas ganz anderes geplant, und zwar ein Ausflug. Relativ langer Ausflug, geht im Grunde den ganzen Tag, und da werde ich euch jetzt einfach mal mitnehmen und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Und es beginnt hier in der Schule. Also ich bin gerade am RTC. Der Tourguide ist auch schon da. Wir gehen mit der Klasse Tourismus Level 3, also das entspricht ungefähr Klasse 10. Ja, ungefähr Klasse 10, die sozusagen diesen Exkurs macht von der Schule aus. Und da dürfen wir jetzt einfach mal dabei sein. Ich bin gespannt, wie es wird. Also auf geht's. Also unser Tourguide ist auch schon hier. Ich frage ihn mal, was wir heute machen werden. Und dann kann er uns ja ein bisschen was erklären. So, what are we going to do today? Yeah, today we're going to do hiking. After hiking, the city tour and the boat riding experience in Hot Spring. I think it's an amazing trip. Okay, thank you very much. And I'm looking forward to it. Also, das Ganze beginnt mit einem Frühstück, aber wir müssen erstmal dahin laufen. Und ja, das ist jetzt ein kleines Stückchen, aber ist nicht so weit, also alles cool. So, unser Bus ist da. Da drüben, kommt gerade an. Also, wir trinken jetzt was Lokales, und zwar Bananenbier. Das ist was, was ich noch nie getrunken habe. Aber wir schauen mal hier. Wie das wohl schmeckt. Also es riecht heftig. Der hübsche Kerl da ist übrigens Valentin. Der ist auch ein Freiwilliger. Gut. Heftig. Also intensiv, okay. Ja, es hat 14% Alkohol. Also eher nicht so lecker. Okay. Sehr gut. Man muss neue Dinge ausprobieren. Okay, am Zielort angekommen. Also nicht unbedingt sehr weit gefahren, aber jetzt geht's erstmal los mit der Wanderung. Nächste Etappe. Woo! Okay, verrückt. Wir gehen jetzt tatsächlich auf den gleichen Berg, von dem ich schon mal ein Video gemacht habe. Der ist da oben, da hinten. Du da. Und da werden wir eine richtig schöne Aussicht haben. Also möglicherweise erleben wir gleich ein Déjà-vu. So, wir sind jetzt fast an der Spitze angekommen. Ist tatsächlich doch etwas anstrengender als gedacht. Aber gleich gibt es den wunderschönen Ausblick. Wow! Wirklich ein richtig schöner Ort hier oben, einfach friedlich und ruhig, man hat so einen schönen Ausblick auf alles. Was tatsächlich ziemlich krass ist, hier hinter mir ist so eine Versammlung, eine religiöse Versammlung, die tatsächlich verboten ist in Ruanda, weil wenn man so eine Versammlung macht, dann muss man die quasi anmelden, der Staat muss davon wissen und so weiter.
Und wenn die sozusagen erwischt werden, dann können sie sogar teilweise ins Gefängnis kommen oder hohe Geldstrafen bekommen. Also ziemlich krass, aber das soll uns mal nicht davon stören. Es ist einfach wunderschön hier. Und ich genieße es jetzt einfach noch ein bisschen hier oben zu chillen. So, und das war ja der erste Abschnitt. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen am Laufen und zwar runter in die Stadt. Hier auf einem kleinen schönen Feldweg. Und auch hier der Ausblick ist schon echt wieder atemberaubend. So, wir sind hier gerade bei einem Markt. Laufen hier gerade ein bisschen durch. Ist ziemlich schön alles anzugucken, aber ich denke, kaufen werde ich heute nichts. Da sind wir in der Stadt. Jetzt beginnt die City-Tour. So ein bisschen in Gesini umschauen. Wir lernen wahrscheinlich ganz viele neue Orte kennen, die wir noch nicht gesehen haben. Gucken wir mal, was da kommt. Das da hinten, das wird der neue Markt. Okay, das nächste Ziel ist jetzt das Stadion. Okay, also bevor es jetzt ins Stadion geht, werden wir erst nochmal die Uni besuchen von Gesini. Und ja, da wird sicher einiges zu sehen geben. Okay, weil wir ein bisschen spät dran sind, haben wir jetzt einen Großteil der Uni, jetzt auch das Stadion geskippt und gehen direkt essen und fahren danach zur Basilika. So, nach ein bisschen Regen sind wir jetzt angekommen und es gibt Essen. Zeig's euch mal. So, hier eine schöne Portion Kohlenhydrate, die wird sich jetzt gegönnt. Tja, alles aufgegessen. So, nach der Stärkung geht es jetzt mit dem Bus Richtung Brauerei am See entlang. Das wird sicher eine schöne Fahrt. Also los geht's. Wir sind angekommen und laufen jetzt zu den Hot Springs, die hier unten in der Nähe sind. Und ja, von hier oben sieht man nochmal die Brauerei ein bisschen. Und ja, es ist einfach
recht schön. Der Regen hat sich verzogen. Der Tag entwickelt sich prächtig. Okay, so wie es aussieht, geht's jetzt auf eine Insel. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich steige gerade aufs Boot. An Bord. Und dann suchen wir uns mal einen Platz, ne? Catching up. Wir sind gerade auf der Anfahrt auf so eine ganz kleine, schnucklige Insel. Die ist da direkt vor uns. Da werden wir uns gleich ein bisschen umschauen. Und diese Busfahrt ist echt richtig schön. Also perfektes Wetter eigentlich. Okay, so wie es aussieht, fahren wir die Insel da doch nicht an. Falscher Alarm. Aber die nächste Insel, die ist ein bisschen weiter im See drin, die wird dann angefahren. Also, tschüss, kleine Insel. Tja, da sind einfach mal ein paar Steine im Wasser. So, Inselleben ist gut. Hier wird sogar Fußball gespielt. Allerdings, ja, müssen wir schon wieder ins Boot einsteigen. Müssen schon wieder los. Aber war schön, noch mal ein bisschen abzusteigen. Hallo. Jetzt geht's weiter. Guten yes. Abend. Yes, Bobo, what do you say? Everything's all right on that amazing trip. Yeah. To boat riding. We're close to two islands. Peace Island and Girls Island. That we are going to take our bus and go back to the school. Yes. Peace and love. Bye, bye. Also, wir haben die Hot Springs erreicht und jetzt gerade sind wir direkt an der Quelle. Ich zeig's euch mal. Da kommt's raus. Aus der Tiefe. My name is Dr. Hammer. Dr. Hammer. I work massage and reflexology. Und dann fließt das heiße Wasser hier runter quasi. Und dann da in so einem Bereich, wo man dann sozusagen sitzen kann und dann chillt. Das Wasser ist tatsächlich sehr warm. Aber allein daran, wie das dampft, sieht man, wie heiß es ist. Gut,
unglücklicherweise sind wir jetzt schon wieder auf dem Weg zurück im Bus. Leider konnten wir nicht in die Hot Springs reingehen, weil die einen leider gesperrt waren und die anderen, die waren schon relativ voll und wir hatten auch leider nicht mehr so viel Zeit. Deswegen hat es sich dann nicht mehr ergeben, aber es war einfach trotzdem schön und wir werden auf jeden Fall irgendwann nochmal wiederkommen und es nochmal in Ruhe anschauen und dann auch reingehen auf jeden Fall. Aber es war ein sehr schöner Ausflug. Jetzt genießen wir noch die letzte Fahrt. Oh, die Musik wird laut. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Hashtag Embrace Happiness und bis zum nächsten Mal. Hey.